Wir feiern oder begehen heute den 112. Internationalen Kampftag für die Rechte von Frauen. Und jetzt könnten einige sagen, naja, wir haben doch hier schon eine ganze Menge erreicht. Ich will gleich erzählen, warum wir eben noch nicht viel erreicht haben. Aber ich will vor allem auch zunächst auf das International eingehen und will vielleicht drei Thesen aufstellen. Das eine ist Krisen, davon sind Frauen besonders betroffen. Krisen sind auch Zeiten, in denen Frauen besonders standhaft sind, aber auch besonders viel leisten müssen. Und aus Krisen könnten Frauen auch rausführen, würde man sie nur lassen. Und schauen wir uns also die Krisen in der Welt an, dann wissen wir gerade dort, wo Kriege herrschen, ist es für Frauen besonders schwierig. Frauen sind diejenigen, die sich kümmern müssen um die Kinder, um die älteren Angehörigen. Frauen sind besonders betroffen davon, wenn zum Beispiel mit sexualisierter Gewalt Menschen unterdrückt werden sollen. Frauen sind betroffen von Armut, die sich aus Kriegen und Krisen ergeben. Sie müssen sich um ihre hungernden Kinder kümmern, sind selbst diejenigen, die oft nicht genügend zu essen oder gar zu trinken bekommen. Frauen sind diejenigen, die gerade Mädchen beispielsweise, die in den armen Regionen der Welt, wo Kriege und Krisen herrschen, oft verkauft werden oder zeitig die Schule beenden müssen, zeitig arbeiten gehen müssen, weil sonst die Familie gar nicht überleben könnte. Also in den Krisenregionen, in den Kriegsregionen sind die Frauen diejenigen, die am allermeisten betroffen sind. Und sie sind auch betroffen, weil es dann diejenigen sind, die schauen, was kann das Überleben meiner Familie, meiner Kinder ermöglichen. Und es sind dann oft diejenigen, die zum Beispiel auch sich auf die Flucht begeben oder die schweren Herzens ihre Kinder, ihre Töchter und Söhne auf die Flucht schicken, damit die wenigstens ein besseres Leben haben. Damit sind natürlich unheimlich viele Ängste, aber Risiken auch verbunden. Und auch hier sehen wir, dass Frauen besonders betroffen sind. Frauen sind aber auch die, die standhaft sind in der Krise. Und du hast es schon gesagt, Lena, wenn wir nach Afghanistan schauen, aber gerade auch in den Iran schauen, wo die Frauen oft in lebensbedrohlichen Situationen sich für ihre eigenen Rechte einsetzen, für die Rechte von anderen auch kämpfen, dabei in Kauf nehmen, dass sie eingesperrt werden, dass sie verurteilt werden oder manchmal auch ohne Verurteilung sozusagen Folter erfahren, hingerichtet werden und ähnliches. Ich weiß nicht, ob wir uns vorstellen können, was das bedeutet für die jungen Mädchen, für die Frauen, sich in solche Risiken zu begeben, ob wir das selber uns auch zutrauen würden, ich weiß es nicht. Ich habe totalen Respekt vor dem Mut, vor der Standhaftigkeit der Frauen. Aber Frauen, ich habe es gesagt, sind auch diejenigen, die dann in den Risiken besonders agieren müssen. Und wenn man sich die Krisen beispielsweise hier auch in Deutschland anschaut, die Corona-Krise beispielsweise, da wissen wir, dass es vor allem die Frauen waren, die zu den Berufen gehörten, die besonders gebraucht wurden. Also die tätig waren im Bereich der Pflege, im Bereich der Reinigung, im Bereich des Einzelhandels. Es waren die Frauen, die Doppelarbeit und dreifach hatten, Arbeit zu Hause hatten, in dem beispielsweise Kinder versorgt werden mussten, weil eben Kindergärten und Schulen geschlossen waren oder eben auch Kinder sozusagen beschult werden mussten. Und wir wissen aus den Untersuchungen, dass die Frauen die meiste Arbeit weggetragen haben, die meiste unbezahlte Care- oder Sorgearbeit weggetragen haben. Und das ist eben nicht nur in Krisenzeiten der Fall, sondern ist auch in normalen Zeiten der Fall. Wir wissen auch, in einer normalen Situation ist es so, dass Frauen immer noch im Haushalt mehr Sorgearbeit wegtragen müssen, selbst dann, wenn beide Partner Vollzeit arbeiten. Und das zeigt, dass hier nicht nur wir eine strukturelle Benachteiligung haben im Bereich der Arbeit, sondern wir haben auch eine strukturelle Benachteiligung im Bereich der Aufteilung von Care-Arbeit, im Bereich der traditionelle, wenn es um traditionelle Rollenverteilung geht. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das noch immer so, auch in Deutschland, diese strukturelle Benachteiligung, obwohl wir nun schon seit 112 Jahren den Frauentag begehen. Und es gibt eben diese strukturelle Benachteiligung, die sich festmacht im Bereich der Arbeit, im Bereich der Bezahlung, von vor allem auch von Frauen, typische Arbeit, die sich aber eben daran festmacht, dass eben Frauen, wie es hier auch schon steht, eben noch nicht die Hälfte vom Kuchen haben. Wenn man sich die Beteiligung anschaut in den Parlamenten, dann sehen wir, dass in Deutschland insgesamt im Bundestag 33% Frauen sind, in den Landtagen auch im Durchschnitt ca. 30% Frauen.
Aber in Thüringen sind es 22% Frauenanteil. Das zeigt, dass hier einfach die politische Beteiligung absolut unzureichend ist. Und es braucht hier aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Paritätsgesetz, um sicherzustellen, dass hier Frauen und Männer gleichberechtigt in den Parlamenten sitzen und dann auch sich dafür einsetzen können, dass nicht nur strukturelle Benachteiligungen abgebaut werden, sondern dass wir vor allem auch einen anderen Blick, eine andere Perspektive auf das Leben, auf die Gesellschaft, auf die Erde haben. Und ich glaube, es kommt eben nicht nur darauf an, die strukturellen Benachteiligungen abzubauen, sondern es kommt ganz intensiv auch darauf an, dafür sich einzusetzen, dass wir beispielsweise um den Erhalt der natürlichen Ressourcen kämpfen, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir wir haben es hier geschrieben, dass wir uns auf den Erhalt der Ressourcen, auf den Erhalt des Lebens einsetzen und eben nicht auf Profitmaximierung, auf Teufel komm raus. Das wird die Erde am Ende nicht retten. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam solidarisch in diesen Kampf natürlich nicht nur die Frauen, sondern mit den Männern gemeinsam ziehen werden.